Naja, es hilft uns dahingehend, es war super zu beobachten die letzten 4 Tage, wie sich die Studierenden hier austauschen, wie sie voneinander lernen, sich gegenseitig weiterbringen, über die Teams hinweg zum Teil, wo man merkt, den anderen geht es auch nicht besser als mir, wenn er Dinge nicht versteht, und sich dann gemeinschaftlich zu helfen. Das wird es in Zukunft brauchen, die Aufgaben werden komplexer, die kann man typischerweise nicht mehr alleine stemmen, und dementsprechend ist einfach dieses Team-Building, Team-Spirit, austauschen, keine Ängste haben, auf andere zuzugehen und zu sagen, ich kenne mich nicht aus, kannst du mir helfen, einfach ein unschätzbares Learning. Weil wir gesehen haben, dass diese praktische Tätigkeit der Studenten während des Mechathons die Studenten inspiriert, dass sie sehen, was man denn auch in kurzer Zeit alles machen kann. Wir haben dann ganz interessante Aussagen auch von den Studierenden, wie sie letztendlich diese Situation sehen, und die war überwiegend positiv.